Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Immer noch in Corona-Zeiten, Quarantäne und so weiter, also Ausgangsbeschränkungen, Gyms haben zu. Ja, neben der ganzen Arbeit, die man jetzt so ummodeln muss, braucht man natürlich auch irgendwelche Dinge, die einen wieder motivieren. Und darum geht's heute. Ich möchte mir nämlich selber so eine kleine Challenge schaffen. Und zwar möchte ich unbedingt Planches lernen. Also es gibt so mehrere Sachen, die ich unbedingt gerne nochmal gelernt hätte. Und das Punkt Nummer 1 ist Safe Halt Planches. Und Punkt Nummer 2 ist Air Flare. Naja. Beides kann ich noch nicht und ich sage ganz bewusst noch nicht. Weil es muss immer noch nicht heißen, weil wenn ihr sagt, ich kann das nicht, dann werdet ihr es sehr wahrscheinlich nie können. Das sage ich auch immer meinen Kids in den Kursen und deswegen sage ich noch nicht. Außerdem, Homeworkout-mäßig, ich habe mir so ein Dip Rack bestellt und daran möchte ich auch etwas trainieren, und zwar Front Lever, richtig perfekt. Ich hoffe, das ist hoch genug. Wir werden es gleich mal zusammen abchecken. Außerdem werden wir heute das erste gemeinsame Workout machen für die Planches und man kann es halt ohne auch machen. Ich werde es jetzt mitmachen, weil die Handgelenke halt schon eine ziemlich starke Belastung kriegen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze so wird. Ich bin übrigens übelst unrasiert. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber irgendwie, ja, wenn man halt nur Online-Workouts macht, dann ist man halt irgendwann, vergisst man sich zu rasieren. Naja, ja, ich würde sagen, wir starten mal mit den ersten Übungen und danach schauen wir uns das Rack mal zusammen an. Also dieses Dip-Ding. Ja, die erste Übung, die wir jetzt zusammen machen, die geht ja wahrscheinlich sogar ohne diese Teile. Wichtig ist anscheinend, dass wir die Arme gestreckt halten. Er sagt in dem Video immer so 10 Wiederholungen und dann macht man mehrere Sätze und dann die nächste Übung. Ähnlich werde ich das auch angehen, aber ich will natürlich das Ganze mit dem ganzen Training langweilen, deswegen gehen wir einfach mal die nächsten Übungen durch. Also hier habe ich schon gemerkt, sie sieht schon einfach aus, die Übung, aber ist schwerer als ich eigentlich dachte. Und dann, Push-Ups, aber mit den Händen weiter hinten. Ganz klar, weil für Planches müssen wir halt das Gewicht mehr nach hier verlagern und dann die Push-Ups weiter hinten machen. Und hier ist jetzt das erste Mal, dass es halt sinnvoll ist, solche Dinger zu benutzen, weil wenn ihr weiter hinten seid, dann ist das Handgelenk noch mehr geknickt. Für mich persönlich ist es gar nicht so ein Problem, aber ich weiß, dass für viele das nicht so easy ist. Also normale Push-Ups wären ja ungefähr hier, so, und die versuche ich weiter unten zu machen. Viel, viel anstrengender, hart auf die untere Brust bei mir, vor allem habe ich gestern noch Brust trainiert. Übung Nummer 3 ist so Tuck-Planche, so rein jumpen. Die ist echt hot. Hot, hot, hart. Leute. Ciao, harte Übung, ey. Weiter nach vorne. Das Gewicht.
sieht vielleicht einfach aus, ist aber nicht. Boah, es wird ein hartes Stück Arbeit. Planches, ey. Ja, das war's auch schon. Es soll wohl auf jeden Fall schwerer sein, einfacher sein, die Beine gestreckt offen zu haben als zusammen. Aber das werde ich mir alles mal anschauen, wenn es soweit ist. Puh. Okay, beiseite. Weiter geht's. Okay, hier mein Paket. Das ist eben die Fernbedienung für Nono. Checken wir das Ganze mal hier. Ja, also mit diesen Dip-Dingern kann man theoretisch auch schon einiges trainieren, also wirklich richtig viel. Und ihr seht selber, Planches, ich bin doch so ein richtiger Noob. Und das ist auch gut so, weil wir haben ja Zeit jetzt in der Zeit von diesem Coronavirus. Und ja, dann ist das halt ziemlich, ziemlich praktisch, wenn man sowas hat, was man trainieren kann, ne? Was einem Motivation gibt, aufzustehen und Gas zu geben. Ja, schauen wir uns mal das Ding hier an, ne? Ist auch nicht mehr ganz so gut, ey. Übrigens 55 Euro haben die gekostet. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich lese nie Anleitungen. Ich baue das Ding mal zusammen und dann melde ich mich gleich. Jo, also das erste ist jetzt fertig. Es ist ein bisschen wackelig, also wackeliger als ich dachte. Ich bin gespannt, ob das Ganze funktioniert. Ja, hier unten, die müssten halt einen Ticken länger sein, so von meinem Gefühl her. Gut, ich habe jetzt noch nicht diese Stopper-Dinger da drin, aber naja, ich baue jetzt mal das zweite noch fertig und dann testen wir einfach mal ein paar Übungen da dran. Und das Allerwichtigste kommt dann natürlich noch. Und zwar haben wir ja hier Aufkleber. Wenn die natürlich den Aufkleber nicht dran machen, dann denke ich, das wird nicht richtig stehen. Keine Ahnung, was das hier überhaupt für eine Marke ist. Aber müssen wir natürlich drauf machen. Zack. Hoppsport. Ja, ich würde sagen, wir testen mal ein paar Übungen. Ich habe extra die höheren gekauft, damit ich meine Armlänge abgemessen mit so einem Zollstock und so, damit ich Frontlever dran trainieren kann. Allerdings habe ich so ein bisschen Angst, dass es zu wackelig ist. Aber naja, ich werde es jetzt mal checken hier, mal austesten und mal ein paar Übungen so standardmäßig dran machen. Frontlever zu machen. Shit, ey. Einfach alles in Sicherheit bringen. Falls ich falle. Es geht. Ultra anstrengend, wenn man es voll kontrollieren muss. Aber es funktioniert, ey. Ich bin happy. Damit können wir ein bisschen arbeiten die nächsten Wochen. Frontlever und Planche trainieren ein bisschen Calisthenics. Dass, wenn die Calisthenics Parks wieder offen sind, ja, ich draußen trainieren kann. Ja, sehr, sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Ja, ungefähr 50 Euro kosten diese Dinger. Also wenn sich jemand so etwas zulegen will, ja, nur zu. Ich habe darauf geachtet, dass sie halt hoch genug sind für meine Arme, ne? Kann es auch noch eine Nummer tiefer stellen.
Wenn ihr hier seht, hier sind noch so Löcher. Das heißt, das ganze Ding kann man noch hier nach unten verstellen. Dann ist das Ganze noch ein bisschen niedriger. Das heißt, auch das für ja, kleinere Personen funktioniert das ganze Spiel. Aber gut, sehr, 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 sehr cool. Anstrengend, ey. Ich brauche echt einen Tag Rest, habe ich das Gefühl. Die letzten Tage zu hart durchgehauen. Ja, im letzten Video habe ich ja gesagt, trainiert jeden Tag eine Muskelgruppe. Und das ist auf jeden Fall anstrengend, ey. Deswegen vergesst nicht, auch mal Pause zu machen. Ja, ich werde öfter mal hier so meine Routines abfilmen, mal so einen Vlog aus der Wohnung machen, einen Quarantäne-Vlog. Puh. Ja, Leute. Übrigens, wenn ihr Live-Workouts mitmachen möchtet, meldet euch bei mir. Wir haben mittlerweile ein riesen Kursprogramm für Live-Workouts auch. Und yes, außerdem Angebot für die Breakletics-App auch, wenn ihr von der App zusammen trainieren wollt. Für mehr Infos könnt ihr mich auch gerne fragen und einfach Bescheid geben. Abonnieren nicht vergessen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!